mal mit an, Philipp. Die Böcke müssen gerade stehen. Gut. Wissen Sie, wenn ich kann, nehme ich meinen Sohn immer mit. Er geht mir zur Hand und hat sogar Spaß an der Arbeit. Na prima, zu dritt kommen wir schneller voran. Hol dir mal einen Spachtel und kratz da die alte Farbe runter. Das müsste schon soweit sein. Wir bereiten inzwischen die anderen vor. Hey, vorsichtig, Philipp. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich die Farbe runterkratze, was? Wenn du Lust hast, schaue ich noch ein bisschen in der Schule um. Wieso denn? Du kannst doch helfen, dann sind wir früher fertig. Ach, das sind doch nur die paar Fenster, da schaffen wir beide doch im Handumdrehen, nicht? Und das Schloss ist doch für Philipp bestimmt sehr interessant und vielleicht lernt er ein paar Einsteinianer kennen. Außerdem will ich die dort die Glaser bestellen müssen. Na gut. Und Philipp? Du weißt, was ich von dir erwarte? Also, alles klar? Ich glaube schon. Was machst du als erstes, wenn du ins Internet willst? Also, erst gebe ich das Passwort ein. Dann drücke ich mit der Maus auf Verwenden und das Modem wählt sich ins Internet. Genau. Ist doch ganz easy, oder? Naja, zumindest einfacher als die Aufgaben von der Geilwitz. Was denn für Aufgaben? Ach, Frau Geilwitz schreibt immer nach der Stunde so ganz besonders knifflige Aufgaben an die Tafel. Und wer die löst, naja, der kann seine mündliche Note verbessern. Vera, Nadine und ich wollen später mal versuchen, sie zu lösen. Obwohl, eigentlich habe ich da keine richtige Lust drauf. Wieso? Die Idee ist doch gar nicht mal so schlecht. Klingt nach einer richtigen Herausforderung. Und was ist das für eine Aufgabe? Ach, da geht es um 10 Geldsäckchen und wie man mit einmal Wiegen herausfinden kann, in welchem Säckchen das Falschgeld ist. Ach, ich bin schon froh, wenn ich mir das so merken kann. Wieso? Schreib es dir doch einfach auf. Stimmt, das ist vielleicht besser. Pass auf, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann ist das ganz einfach. Für dich vielleicht. Das kriegst du auch noch hin. Außerdem, wenn ich an einem anderen Rechner sitze, dann habe ich auch so meine Probleme. Sagst du mir nochmal die richtige Reihenfolge? Also, nachdem der Rechner hochgefahren ist, klickst du auf das Symbol Internet, das auf dem Bildschirm ist. Und wenn sich dann das Fenster geöffnet hat, gibst du einfach nur das Passwort ein, klickst auf Verbinden und schwupps bist du im Internet. Wer weiß, ob das überhaupt richtig ist. Säcke nummerieren 1 bis 10. Aus dem ersten Sack eine Münze nehmen, aus dem zweiten 2 und so weiter. Man erhält zum Schluss 55 Münzen. Wenn alle echt sind, müssen sie zusammen 550 Gramm wiegen. Zeigt die Waage 1 Gramm mehr an, ist im ersten Sack Falschgeld. Bei 2 Gramm mehr im zweiten, bei 3 Gramm mehr im dritten Sack und so weiter. Wahnsinn, darauf muss man erst mal kommen. Ja, echt. Morgen. Na, da hat aber jemand sehr schnell den richtigen Lösungsweg gefunden. Alle Achtung, die Aufgabe war gar nicht einfach. Da hätten wir uns die ganze Arbeit ja wohl sparen können. Ich bin ehrlich beeindruckt. Also, wer von euch war so clever? Was ist los? Es gibt keinen Grund, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Das Bescheidenheit ist ja nichts Schlechtes, aber derjenige, der die Aufgabe gelöst hat, will doch bestimmt auf seine mündliche Eins nicht verzichten. Das ist ja merkwürdig. Ihr seid alle da? Naja, also es wird sich schon noch herausstellen, wer es war. Und natürlich schreibe ich heute nach dem Unterricht eine neue Aufgabe an die Tafel. So, und jetzt nehmt bitte Platz. Ahne, wer die Aufgabe gelöst hat. Wer denn? Also, langsam glaube ich an Gespenster. Erst löste einer in meiner Klasse die schwierigsten Denksportaufgaben und dann will es keiner gewesen sein. Verstehen Sie das? Ich meine, dass einer diese Aufgaben löst, ist so erstaunlich ja nur auch wieder nicht. Aber dass ich keiner die Zensur abholen will. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Gibt's denn ein Problem? Eigentlich 2. Aha, da geht's Ihnen ja fast wie mir. Was ist es denn bei Ihnen? Franz, er hat sich offensichtlich nicht nur mit Sebastian verkracht, er bekommt neuerdings im Unterricht Wutanfälle. Gerade eben war wieder so eine Situation. Ich verstehe ihn nicht.
Wollen wir einen Kaffee trinken und darüber reden? Wenn Sie einen Augenblick Zeit für mich hätten, ich wäre Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Gern. Wenn es nur um den Streit mit Sebastian ginge, würde ich Sie nicht fragen. Aber Franz leidet offensichtlich noch sehr unter dem Tod seiner Eltern. Aber seine Großeltern kümmern sich doch sehr liebevoll um ihn. Ja, das stimmt. Aber so ein tragisches Ereignis können ja selbst Erwachsene kaum verkraften. Übrigens, bei mir im Unterricht zeigt Franz dieses Verhalten nicht. Oder vielleicht noch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er einen Elternersatz sucht. Na ja, das ist natürlich gut möglich. Nur, ich kann ihm ja nicht die Mutter ersetzen und den Vater schon gar nicht. Ich habe versucht, ihm das klarzumachen. Dennoch denke ich, dass er unsere Hilfe braucht. Ja, sicher, aber ich meine, wir können ihn ja auch nur im Unterricht sehr sorgfältig beobachten und ihn dann nach Möglichkeit unterstützen. Wissen Sie, dass er jetzt das absolut sichere Auto konstruieren will? Aha, na gut zu wissen. Wissen Sie was, ich werde dieses Thema im Unterricht mal ansprechen. Frau Delling, ich verspreche Ihnen, ich werde Sie in dieser Sache in jeder Form unterstützen. In Ordnung? Okay. Prego. Gracias. Scusate, was heißt grazie? Prego, Signorina. Prego. Dankeschön. Tja, und jetzt ist Franz total sauer auf Sebastian. Nur weil der mir die Lagerhalle gezeigt hat. Echt? Hat Sebastian denn mal versucht, mit Franz zu reden, ihm alles zu erklären? Er hat sich sogar bei ihm entschuldigt, aber Franz bleibt stur. Und das alles wegen so einer alten Schrotthalle. Die ist das ganze Theater doch nicht wert, oder? Naja, ich kann schon verstehen, dass die Jungs die Halle für sich behalten wollten. Und wieso? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Klar, schieß los. Aber du musst versprechen, dass du es niemandem sagst. Ich schwöre. Na gut, also, die Halle ist wirklich unglaublich. Da habe ich genug Platz zum Tanzen. Die ist ziemlich groß und vollgestopft mit total irren Sachen. Hört sich ja gar nicht so schlecht an. Und was gibt's da so? Alles, was man sich denken kann. Sogar ein Flipper und eine fantastische Lichtanlage. Vielleicht kann ich da mein Solostück das erste Mal aufführen. Das wäre doch super. Ich bin nachher mit Sebastian in die Halle verabredet. Wir wollen schon mal so richtig aufräumen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da alles so rumliegt. Die reinste Fundgrube. Da liegt nicht nur alter Plunder rum. Sogar ein paar richtig gute Sachen. Und wo steht deine super Fundgrube? Du kennst doch den Weg hinter dem Dorf. Dann sofort wieder links und schon bist du da. Habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, das sollten wir uns mal näher anschauen.